Tobias Gerold für GNP TV. Wir sind bei Superior FC Nr. 16 in Darmstadt. Neben mir Stefan Pütz, heute nicht gekämpft, als Betreuer mit dabei. Ihr habt drei Leute am Start. Wie fällt das Fazit aus? Eher die Freude, weil zwei gewonnen, oder so ein bisschen das weinende Auge, weil es bei Christian Eckerlin nicht geklappt hat? Ja, natürlich herzlichen Glückwunsch an meine Teamkollegen Saba Bulagi und Max Koga. Sehr schade für Christian, er hat den kompletten Kampf dominiert und ist dann von einem Schwinger nach unten geschickt worden und dann wurde der Kampf abgebrochen. Ja. Richtig der Abbruch oder denkst du, man hätte es vielleicht noch einen Tick laufen lassen sollen? Nein, ich denke, der Abbruch war richtig. Wie gesagt, gehört zum Sport dazu. Ich habe meinen Kampf auch verloren. Zuletzt, wie gesagt, das ist Teil des Sports und ich bin mir sicher, dass er viel stärker wieder zurückkommen wird. Also du gehst jetzt nicht davon aus, dass es für Christian ein einmaliges Gastspiel war und er dann lieber wieder gegen das runde Leder treten will, oder er will schon noch ein bisschen mehr machen? Nein, Christian ist ein Athlet, wie gesagt. Ich denke, Christian könnte in jeder Sportart mit an der Spitze vorne mitmischen und das ist überhaupt kein Problem für ihn. Mutige Aussage. Du hast es gerade gesagt, bei dir lief es zuletzt leider auch nicht wie geplant. Bei M1 leider, sagen wir jetzt mal aus unserer Sicht, natürlich eine Niederlage kassiert. Wie hast du den Kampf in Erinnerung? Ich habe den Kampf sehr gut in Erinnerung. Also ich habe mich auch sehr gut gefühlt vor dem Kampf. Ich habe nicht meine richtige Distanz gefunden. Habe mich nicht an den Gameplan gehalten. Und dafür musste ich bezahlen letztendlich mit einem Abbruch. Ja, so einfach zu sagen, nicht an den Gameplan gehalten. Was war denn der Gameplan und warum konntest du dich nicht dran halten? Ja, der Gameplan war, wie gesagt, in den Clinch zu kommen, ihn müde zu machen. Und das ist mir halt einfach nicht gelungen. Wie gesagt, er ist ein sehr dynamischer Kämpfer. Ich konnte ihm nicht richtig den Weg abschneiden und ja, somit hat es dazu geführt, dass ich viele Konter fressen musste und letztendlich einen Cut hatte, der zum Kampfabbruch geführt hat. Ja. Was sehr richtig war, wie gesagt. Der Kampf wurde wieder freigegeben. Nach meiner Bitte, ich habe nochmal eine Chance bekommen, aber mein Team hat dann das Handtuch geworfen. Das war absolut die richtige Entscheidung. Der Cut war sehr tief und ich glaube, kein Sport der Welt ist es wert, dass man irgendwelche bleibenden Schäden am Körper davonträgt. Ja, man sieht es ja auch noch, bist ja noch gezeichnet vor dem Kampf. Jetzt war es ja die Titelchance, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter bei M1? Heißt es jetzt für dich erstmal wieder hinten anstellen, sich das neue Titelrecht oder einen Kampf auf den Titel zu verdienen oder vielleicht sogar Gewichtsklasse zu wechseln? Wie geht es da weiter? Nein, wie gesagt, ich bin schon wieder im Training und wie jeder weiß, ich fühle mich sehr gut bei M1, sehr gut aufgehoben, aber trotzdem bekommt man bei M1 nichts geschenkt. Wie gesagt, man muss um seine Titelchancen schon kämpfen. Die kommen nicht endlos und ich denke, dass ich einen Kampf machen werde und wenn ich den gewinne und überzeuge, dass ich hier für den Titel kämpfen darf. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir erstmal. Ich bin voll im Training wieder. Die Fassade ist wieder neu. Neuer Kotflügel ist angebracht, also kann es weitergehen. Dein Teamkollege Daniel Weichel kämpft bei Bellator. Bellator wird dies Jahr auch im April nach Italien zurückkehren. Es wird ja nicht der einzigste Europa-Event werden. Ist das vielleicht so eine Option, wo man sagt, okay, vielleicht chillen wir auch mit Stefan Pütz ein bisschen bei Bellator? Oder bist du M1 absolut treu? Da kann ich nicht zu sagen, da ist der richtige Ansprechpartner. Natürlich mein Manager Nils Schlegel. Aber wie gesagt, ich fühle mich bei M1 sehr gut. Ich werde natürlich trotzdem nach Budapest ist es, fliegen, um Daniels Kampf zu sehen. Und ich empfehle natürlich jedem, diese Möglichkeit zu nutzen. So, das ist das zweite Mal jetzt, dass Daniel in Europa kämpft und nutzt auf jeden Fall die Chance, nachdem ihr Irland verpasst habt. Sollte man auf jeden Fall tun. Das sage ich erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und wir freuen uns das nächste Mal, dich wieder im Cage zu sehen oder im Ring. Dankeschön.